Leute, wir sind immer mehr in einer opportunistischen Welt, wo die Menschen immer opportunistischer werden. Das heißt, wenn du viel zu geben hast, hast du auch viel zu verlieren, weil das Ding ist, heutzutage die Menschen, die schätzen dich nicht mehr als Mensch. Das ist leider wahr, das ist sogar, glaube ich, in Studien bewiesen und was weiß ich, dass die Menschen heute viel undankbarer sind, als sie mal waren und sonst was. Und es gibt auch Gründe, warum, weshalb, also wen es interessiert, so wegen diesem ganzen Materialismus, weil alles mittlerweile so einfach kommt und was weiß ich. Aber was ich jetzt in diesem Video hier sagen will, ist einfach, pass auf, wenn du viel zu geben hast, weil es gibt so opportunistische Menschen da draußen, die sind nur darauf aus, dich auszunutzen. Und wenn du gerne auch gibst, ja, du hast viel zu geben und du gibst auch gerne, dann musst du umso mehr aufpassen, weil du kannst diesen gewaltigen Fehler da machen und du gibst und gibst und verschenkst und verschenkst und die Leute nutzen dich nur aus. Und irgendwann, du bist leer, die sind voll, ja, so du machst die komplett so voll, du machst dich selbst leer, lässt dich da ausbeuten und alles. Deswegen, die Welt wird immer opportunistischer, die Menschen werden immer opportunistischer in dieser Welt, weil jeder will besser sein als der andere. So, die Leute sind gierig, viel gieriger als sie mal waren, ja. Heutzutage, die Leute sind gierig, sind geizig, ja, und schätzen dich als Mensch nicht mehr, nehmen dich nicht ernst. Und gerade wenn du ein Mensch bist, du hast viel zu geben und sowas, die schätzen das nicht. Hand aufs Herz, die meisten Menschen, die haben nicht viel zu geben. Die haben nur viel zu nehmen, ja, die können gut nehmen. Die meisten Menschen, die haben nichts zu geben. Und dann kommt jemand, der hat viel zu geben, das bist jetzt vielleicht du, und du wirst nicht geschätzt. Du wirst nicht geschätzt, überhaupt nicht wertgeschätzt. Wirst nur ausgebeutet, ausgenutzt. Deswegen sage ich euch, wenn Menschen euch nicht wertschätzen, euch nicht gut behandeln, respektlos sind, investiert nicht in diese Menschen. Wenn Menschen mit euch falsch umgehen, die haben euch nicht verdient. Punkt, Ende aus. So, investiert nicht mehr in diesen Mensch, weil hast vielleicht oft genug den Fehler gemacht und hast so in diese Menschen investiert, nur um zu lernen, dass sie dich dann ausnutzen. So, im Endeffekt, die können das ja nur tun, wenn du es zulässt. Die können dich nur ausnutzen, wenn du es zulässt. Wenn du sagst, okay, nutz mich aus, hier, ich schenke dir das, ich schenke dir dies, deswegen ab jetzt gibt es nichts mehr umsonst. Hör auf, dich zu verschenken für Menschen, die dich nicht mal schätzen, für Menschen, die dich nicht wertschätzen, für Menschen, die mit dir falsch umgehen, für Menschen, die respektlos sind, für Menschen, die dich überhaupt nicht verdient haben. Für die gibst du dich hin. Denen gibst du was. Merkst du nicht, wie diese Menschen dich die ganze Zeit nur am Ausbeuten sind? Deswegen, die Leute heutzutage, die sind nur noch opportunistisch. Ja, die sehen ihr Opfer und nutzen das Opfer komplett aus. Viele sind leider so. Ich würde sagen, krass gesagt, 99% der Menschen, ich sage heute mal an einem guten Tag 95, 90%, 90, 95% der Menschen sind so opportunistisch. Ja, sind groß geworden in dieser, ich rede jetzt von Menschen in dieser heutigen Gesellschaft, nicht ihr Älteren und sonst was, da gibt es noch die ein oder anderen, die dann schätzen und wirklich noch diese Werte haben. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, ja, aber die Menschen von heute, von der heutigen Gesellschaft, wie die Welt heute ist, mit diesem Konsum und Materialismus und man bekommt alles so easy, so man muss nicht mehr hart arbeiten für etwas und sowas. Ey, diese Menschen, die schätzen einen Haufen, ihr wisst schon was. Die schätzen gar nichts. Die sehen, oh, dich kann ich ausnutzen, alles klar. Nimm, 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 bis du nichts mehr zu geben hast und dann schmeißen sie dich weg.
So sind die Menschen heutzutage. Deswegen passt auf, wenn ihr viel zu geben habt, gebt euch nicht einfach so jedem hin. Nicht einfach jedem so geben. Die Leute müssen sich erstmal beweisen, dass die es wert sind, dass du in die investierst. Bist du es überhaupt wert, dass ich meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, meine Energie, mich investiere in dich? Bist du es überhaupt wert, dass ich investiere in dich? Meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, meine Energie, meine Gaben, meine Fähigkeiten. Weil das ist das. Vielleicht du hast Gaben, Fähigkeiten. Ja, du kannst gut zeichnen. Leute kommen zu dir ständig und wollen ein Bild von dir, obwohl du das verkaufst. Aber die nutzen dich aus. Oder du bist ein Coach und die Leute kommen zu dir. Hey, kannst du mich trainieren? Kannst du mich trainieren? Immer for free. Oder du hast irgendwie dein Business und kannst du mir bitte dieses Produkt da geben? Ab jetzt gibt es nichts mehr umsonst, weil die Leute werden kommen und werden dich ausbeuten, werden dich ausnutzen, wenn die können, wenn du denen die Gelegenheit gibst. Deswegen mach nicht mehr diesen Fehler und verschenke dich an andere. Ab jetzt gibt es keine Geschenke mehr, nur noch für Menschen, die es wert sind, die auch dich bereichern. Die kannst du bereichern, die kannst du beschenken, sehr gerne. Ihr wisst, wie ich ticke, sehr gerne. Aber Menschen, die dich nicht bereichern, die dich nur arm machen, Menschen, die dir nichts bringen, Menschen, die dich nur ausbeuten, das hat jetzt auch nicht besser gemacht. Keine Ahnung, ja, egal, es geht um die Message. Menschen, die dich nur ausbeuten und sowas, die haben dich nicht verdient. Hör auf, diese Menschen zu bereichern, weil das bist du für die. Du bist für die eine Bereicherung, aber die machen dich nur arm. Das ist das, das ist dieser Fehler, dieser gewaltige Fehler, den wir oftmals so in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben andere bereichert, die uns arm gemacht haben. Und du schenkst und schenkst und schenkst und schenkst und es wird nicht wertgeschätzt, der Wert wird nicht erkannt, es ist keine Dankbarkeit da, gar nichts. Und du verschenkst die ganze Zeit dein Potenzial, deine Fähigkeiten, dich selbst an andere. Deswegen sage ich euch, ab jetzt gibt es nichts mehr geschenkt. Ab jetzt keine Geschenke mehr. Nichts mehr umsonst. Nichts mehr. Wenn wir merken, dieses Investment hier, weil alles ist ein Investment. Alles ist ein verdammtes Investment. Sag, was du willst, aber es ist so. Eine Freundschaft ist ein Investment. Selbst in der Familie, das ist alles ein Investment. Alles ist ein Investment. Und du musst jetzt abwägen, lohnt sich dieses Investment für mich oder lohnt es sich nicht? Selbst bei der eigenen Familie und du merkst, die nutzen dich nur aus und geben dir nichts. Oder verlangen die ganze Zeit nur was von dir, aber du willst mal was und bekommst nichts. Das meine ich mit dieser opportunistischen Welt heutzutage, sogar in der eigenen Familie, bei Freunden, überall ist das dann. Überall, überall sind die Leute opportunistisch. Selbst deine eigene Familie schätzt dich nicht. Selbst deine eigene Familie nimmt dich dann nicht ernst. Oder was weiß ich. Erkennt deinen Wert nicht. Selbst die eigene verdammte Familie. Deswegen passt auf, Leute. Wenn ihr viel zu geben habt, dann wollen die Leute immer viel nehmen. Immer. Die erkennen deinen Wert zu einem gewissen Grad. Also, um mich zu verstehen jetzt so, damit ihr das versteht, was ich meine. Die erkennen deinen Wert nur so weit, wie sie dich ausnutzen können. Das ist für die ein Wert. Oh, kann ich den ausnutzen? Kann der mir was geben? Aber nicht so, guck mal, wie wertvoll dieser Mensch ist, was der zu geben hat, wie der das gibt, wie dieser Mensch da ist. Ey, der Mensch ist wertvoll. So erkennen die nicht deinen Wert. Die erkennen nur deinen Wert in dem Sinne von wegen, wie viel kann ich diesen Menschen nehmen? Wie kann ich diesen Menschen ausnutzen? So sind die Leute heutzutage. Das ist der Unterschied. Früher die Leute, die haben den Wert erkannt. Die haben gesehen, oh, der ist jetzt, was weiß ich, wie heißen die, die Holz machen, nicht Schmied, egal, der ist Schmied, ja, ich weiß, Schreiner, ja, der ist Schreiner, der kann hier das Holz machen, die haben das wertgeschätzt. Ey, der macht hier diese Stühle da, der macht hier diesen Tisch, so, hey, Bro, kannst du mir diesen Tisch hier machen? Wie viel kostet das? Früher waren die Leute noch so, heutzutage, die Leute, die erwarten schon, dass du denen was schenkst. Das ist der Unterschied. Das ist einer der Unterschiede auch. Es gibt viele Unterschiede, aber das ist der Unterschied heutzutage. Früher, die haben noch gefragt, wie viel willst du?
was kostet das und so. Heutzutage, die Leute kommen schon und denken, es gibt alles umsonst. Die denken, die kriegen alles geschenkt. Entitlement is real. Ich merke das selbst auch hier. Die Leute kommen und wollen for free in Coaching oder sonst irgendwas, beispielsweise. Nicht, um jetzt jemanden hier auf die Füße zu treten, aber ich denke, manche, die denken, alles gibt es umsonst. Deswegen beweist denen mal das Gegenteil. Ey, es gibt nichts mehr umsonst. Ich verschenke hier nichts mehr. Weil viele sind entitled. Die denken, alles bekommen die umsonst. Alles muss für die umsonst sein. Die anderen, die können bezahlen, aber ich krieg alles umsonst. Was ist das? Wenn die anderen bezahlen müssen, musst du auch bezahlen. So, es gibt nichts umsonst. Aber die Leute laufen da rum und denken, nur weil sie mit dir befreundet sind, kannst du denen ja das und das geben. So, ey, ich gucke wenigstens immer, wenn ich was von irgendeinem brauche. Ey, Bro, ich sehe, du hast hier dies. Das ist ein Austausch. Ey, ich helfe dir, du helfst mir. So bin ich. Wenn ich was von dir will. Bro, so, keine Ahnung. Du hast irgendwie da Connections, ich brauche Connections, lass mich für dich das und das da arbeiten, ich mache für dich das, du gibst mir dies. So läuft das. Aber nicht so, ey Bro, du hast doch diese Connections, ey, gib mal diese Connections, so sind die Leute heutzutage. Absolut keine Bereicherung für dich, die nehmen nur, ey, du hast doch diese Connections, gib doch. Bro, ich habe diese Connections, ja, aber du musst mir auch dafür was geben. Bro, mach doch nicht so. Gib doch, gönn doch mal, gönn doch mal. Dann kommen die so und spielen das Opfer. Gönn doch mal, gib doch mal. Bro, alles ist ein Austausch. Was hast du für mich? Ich könnte dir was schenken, aber dadurch werde ich arm. Und nur weil wir Freunde sind, heißt es nicht, dass ich dir alles schenken muss. Ich habe mein Business, du willst dein Business. Ich habe die Connections, du willst was von mir, also gib mir auch was. Oder komm wenigstens anständig. Die kommen ja nicht mehr anständig. Ey Bro, ey, gib doch, du hast doch diese Connection, gib doch diese Connection mal her. So, bitte, danke. So, die Leute, die haben komplett die Werte verlernt, gar nicht bekommen. Die haben keine Werte mehr. Die Leute haben gar keine Werte mehr. So, Respekt, Dankbarkeit, Wertschätzung, dies, das. Nix. Komm einfach nur so, hey, gib doch. Bro, du musst dafür bezahlen. Ey, wie bezahlen? Wir sind nur Freunde, ey, Bro. Dann holen die diese Karte raus. Du gehst auch nicht in den Laden und holst dir einfach irgendwas. Nur weil du den Besitzer kennst. Er sagt ja auch, ey, Bro, wir kennen uns zwar, aber trotzdem musst du bezahlen. Alles läuft so. Deswegen denk nicht eine Sekunde, dass du irgendwas umsonst bekommst und auch an all diese Menschen, die denken, alles müsste es umsonst geben. Bro, du bist so entitled. Ja, komm mal bitte, klar, es gibt nichts umsonst. Es gibt nichts umsonst. Da, um das klarzustellen. Nichts ist umsonst. Du musst für alles ackern. Du musst für alles etwas machen. Deswegen, alles ist ein Austausch. Die Leute, die immer denken, alles gibt es umsonst und sowas und da ausnutzen. Pff, Leute, kommt mal klar, Alter. So, guckt erstmal, dass ihr einen Wert in diese Welt bringt. Dass auch die Leute euren Wert erkennen. Weil das ist das Problem. So, die bringen gar keinen Wert in diese Welt, aber verlangen von jedem so, dass die was geschenkt bekommen. So, bring erstmal selbst einen Wert in diese Welt. Und vielleicht wirst du dann was geschenkt bekommen. Weil erstmal musst du was geben, um was zu bekommen. Weil das ist dann, wir bekommen hier und da mal was geschenkt, wenn wir geben. Nur so funktioniert das. Muss erstmal geben, um was zu bekommen, aber die Leute denken heutzutage, man müsste direkt schon bekommen, um geben zu können. Du musst dich erstmal wichtig machen, du musst dich erstmal aufbauen, du musst erstmal einen Wert in diese Welt bringen und dann wird diese Welt dir auch was schenken, mal ab und zu und was geben, ab und zu. Natürlich. Aber lauf nicht so rum, aber gib, 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 gib. Bro, gib erstmal selbst was. Zahle erstmal selbst den Preis und dann komm zu mir und frag, ob ich dir helfen kann. Weil wenn ich nicht sehe, dass du irgendwie einen Wert hast, ich bin mittlerweile so. Ihr könnt denken, was ihr wollt, ich bin dies, ich bin das, aber so musst du sein, meiner Meinung nach. Wenn ich nicht sehe, dass du irgendeinen Wert hast, dann investiere ich nicht in dich, dann gebe ich dir nichts und dann gibt es nichts. Wenn ich nicht sehe, ich profitiere auch von dieser Transaktion hier, egal wie die ist. Dann will ich nichts damit zu tun haben. Weil manche, die kommen
ohne Wert und verlangen was von dir. Die kommen mit leeren Händen und verlangen was von dir. Wie war das früher bei einem Austausch? Jemand will ein Kamel, ja, und Kamel kostet jetzt, was weiß ich, 3 Goldstücke oder 3 Silberstücke, mir egal. Die Leute haben gesagt, du musst mir so und so viel Geld dafür geben. Da konntest du noch so viel mal, ja, aber gib doch, da gab es auch nichts umsonst. Da musstest du auch für, musstest du dann gucken, dass du irgendwie diese Silber- oder Goldstücke ranschaffst, egal wie. Verkaufst dies, verkaufst das, gehst hier betteln oder was weiß ich, machst irgendwas und kriegst diese Goldstücke und gehst dann hin und kaufst dir das. So war das schon immer. Für all die Leute, ja, aber das war nicht so. Das war schon immer so. Alles ist eine Transaktion. Und wenn du in diese Transaktion nichts reingibst, wundere dich nicht, wenn du nichts bekommst. Für all die Menschen, die so entitled sind, wundere dich nicht, dass du nichts bekommst, wenn du nichts gibst. Wenn du nie was gibst. Das heißt nicht, wie gesagt, du musst was schenken. Nein. Bring einen Wert in diese Welt. Arbeite an dir, arbeite an deinem Business. Mach etwas aus deinem Leben. Mach etwas aus dir, sodass du andere Menschen bereichern kannst. Eigne dir einen Skill an. Keine Ahnung, mach eine Ausbildung oder sonst irgendwas. Lern einen Beruf. Mir egal, du hast eine Fähigkeit, üb sie aus. Mach das eine Zeit lang, bis du einen Wert in diese Welt bringen kannst. Und dann werden Leute zu dir kommen, oh, ich erkenne deinen Wert, lass mich mal da rein investieren. So läuft das. Nur so läuft das. Aber manche denken, alles sollte umsonst sein für die. Nur für die. Andere, die können bezahlen, aber für mich soll alles umsonst sein. Bro, wer bist du, dass du denkst, dass du es verdient hast, etwas umsonst zu bekommen? Andere müssen auch dafür bezahlen, also warum nicht du? Solange du noch da rumrennst und denkst, alles ist umsonst, alles sollte umsonst sein, du wirst nie etwas bekommen im Leben. Dein Leben wird für immer eine Misere bleiben. Dein Leben wird für immer miserabel bleiben. Du wirst für immer ein Loser bleiben. Weil so denkt nur ein Loser. Real Talk. Nicht um jetzt jemanden zu beleidigen, aber ihr wisst, ich gebe euch hier das Gewinner-Mindset. Gewinner wissen, ich muss einen Beitrag leisten. Ich muss geben, bevor ich was bekomme. Ich muss jetzt rausgehen, muss kämpfen, muss diese Kämpfe gewinnen und dann werde ich Champion. Und ich werde nicht Champion, nicht bevor ich das nicht mache. Du musst immer etwas geben. Macht euch das klar, Leute. Für alle Giver, ihr gebt gerne und sonst was. Macht euch das klar, ihr müsst immer etwas bekommen, damit ihr was gibt. Und nicht einfach so geben, wenn ihr merkt, ihr bekommt nichts. Wenigstens mal Minimum Dankbarkeit, Respekt, Wertschätzung, Anerkennung. Wenigstens mal von den Freunden, von der Familie. Wenigstens das wollen wir. Und nicht mal das bekommen die heutzutage hin. Nicht mal das bekommen die meisten Menschen heutzutage hin. Nicht mal das können die geben. Seht ihr, es geht immer ums Geben und Geben. Beide Parteien müssen sich geben. Und nicht eine Partei nimmt immer, die andere Partei gibt immer. So funktioniert das nicht. Macht euch das klar. Ich weiß jetzt nicht, für wen das war. Ich hoffe, es war für irgendeinen. Ich hoffe, das Video hat irgendeinem was gebracht. In diesem Sinne, für Coachings, guckt in die Videobeschreibung. Dort sind Links verteilt für euch, wo und wie ihr mich erreichen könnt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Peace out.